Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Jo, wir haben eine Mission bei Uncle. Mal sehen, was dieser Schmarotzer jetzt von uns will. Er lässt uns auf jeden Fall schon mal 100 Meter joggen. Da halten meine Lungen normalerweise gar nicht mit. Aber zum Glück spielen wir als John. Oh, sure. Seems easy enough, I think. How hard can it be? Ziemlich. But I'll tell you what I think, just to be safe. I'll do the reading and planning and you do the building. How did I know you'd try to weasel out of doing anymore? That is plain unfair. It's inaccurate and not what's going to happen. Arbeite doch mal ein bisschen. I'm use what I've got. Du hast kein Gehirn. Are you nee. Use what you've got, which is less of a brain. Let's get started. Well, first thing it says the foundation, which involves moving those heavy wooden joists. Definitely not a zu job zweit. For a man with terminal lumbago, unless you want to dig a 6-foot-deep hole for me when the work day's over. Das so würde ich gern machen. Oh, here comes Charles. Maybe he can lighten the mood a little. How'd you get on? He'll be back, but not for a while. Charles, dear boy, John needs help moving these joists. Now, come on. Get a move on. We gotta get started before the rains come. You're very annoying. He's right. We should get on with this. Danke, Charles. Endlich einer, der mit anpackt und mein Haus baut. Das sieht doch gut aus. So baue ich in Valheim auch ungefähr. Anheben. Sehr gut. Und was jetzt? Tragen, tragen, tragen. Jetzt muss ich es gleich ablegen. Oh Gott, welche Taste wird das sein? Ah. Und reinnageln. Das würde ich gern mal wieder mit Abigail machen. Das sieht doch ganz gut aus. Bin voll der Hausbauer. Machen die selbst. Oh, doch nicht. Die muss ich immer noch was machen. Well, let me have a rule and a saw and a board and I'll cut it. Das gibt wieder einen halbwegs einen Copyright Strike. With a hammer and a nail, now nail it. Well, we work so hard. Sieht doch gut aus. Ich würde einziehen. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. No matter. What the weather, we're together. Wie oft habe ich mir schon auf die Pfoten geklopft? Der Nagel war nicht lang genug dafür. Na gut, Fußboden ist drin. Jetzt fackeln wir alles ab. Hilf halt mit, du alter Sack. Paar mehr Nägel würden dem gut tun. Ist das cool, dass ich hier ein Haus bauen kann. Und John hat sich jetzt auch noch von seinem T-Shirt verabschiedet. Jo, paar Wände innen drin. Was ist mit Strom und Abwasserleitung? Da fehlt noch was. Ich tu's. Wie bezahlen wir das Ganze? Es gibt hier kein Geld. Sind wir fertig? Fast. Fast fertig. Wieso kommt das Dach immer als letztes? Das sollten wir als erstes bauen. Aber es ist so mühselig, das durchs ganze Haus zu schleppen. Boah, ist
ist das eine Heidenarbeit. Und dann regnet es nachher doch noch rein. War's das? And I think that's everything. Riecht fest. John Marston, you have a home. Wohl riecht fest, so kommt ja ein bisschen früher meistens. I know. Wenn das Grundding steht. As long as you'll stay with us. Thank you. Gentlemen, to this happy home. Wehe, jemand fackelt das jetzt ab. Dann baue ich auch Stein. Ich kann nicht schreiben. My darling Abigail, I hope you and Jack are doing well. I remain a fool, and I'm sure I shall die a fool. Oh ja, das wirst du. But I'm trying very hard to be something like the man you deserve. I have done something very silly in an effort to... Hey, ich hab nicht so einen Bart. Ich war viel länger. That is, I've purchased a home. The land you read about in the newspaper up at Beecher's Hope is now ours, and we are going to try our hand at ranching. Mr. Geddes kindly helped me buy the land. I met Uncle while I was coming out of the bank, and while I know your feelings about him, he has been enormously helpful in his own fashion. Charles Smith has also appeared and is unsurprisingly a pillar of strength. Together, we've built you a home. I hope so. Also hauptsächlich mir. I miss you and the boy more than I can express. Da fehlt einfach ein bisschen Grundwortschatz. Come back to me. Yours always, John. Wenige Tage später kommt Abigail hier zu Besuch. Und dann kommen die Skinners und zünden alles an. Das braucht nur einen Brandsatz. Wieso bauen die nicht aus Stein? Stahlbeton. Oh, nette Hütte. Uncle, I thought you was... Where the hell? Ja, gut. Wir schauen uns dann kurz mal drin um. Wir haben es gebaut, wir schauen uns um. Eins der coolsten Häuser, die es gibt in Red Dead Redemption. Jo, hier wird Liebe gemacht. Hier wird Kaffee gekocht und gegessen. Stühle waren im Budget anscheinend nicht mehr drin. Nice. Das war Jacks Zimmer, also das Kleine da. Könnten auch in den Dachstuhl. Warum auch immer. Und so viel Feuer, wie wir hier drin machen in einem Holzhaus. Das ist meine Schnellreisekarte, schätze ich mal. Die noch nicht freigeschaltet ist. Müsste aber am Camp gehen. Und das raucht hier ganz schön rein hier. Also leichte Rauchvergiftung ist auf jeden Fall auch mal auf meiner Bucketlist gewesen. Ein Raum, in den ich als Erbauer nicht reinkomme. Und nochmal mehr Zeug zum Liebe machen. Gut, dann wollen wir mal zu Uncle. Nee, er schläft wahrscheinlich wieder irgendwo. Ja, rauf auf den Gaul. Und dann hau mal Uncle aufs Maul. You're doing well. Da ist zumindest ein Lagerfeuer in der Nähe. Mensch, wie lange das mit dem Zaun gedauert hat. There you go. Da bist du ja. Just one time I hope to find you working. Just once. Do you believe in reincarnation, John Marston? No. Well, I hope and pray to whatever is out there that I get to come back as a youngin. So that when you're old, schlicht als alter Mensch wiedergeboren. Two-penny slave driver that comes along and hastens your journey into the grave.
This is a fatal condition I got. And I'll give you another fatal condition. We don't get on with things around here, and we'll all starve. Get on with what? Farming, ranching, planting something. The only thing that this land's good for is grazing. Grazing? Yeah, so cows, sheep, goats. Now, goats is easy, but they taste awful. I don't like goats. And cows, I've seen enough cows. Yeah, sheep then. But any livestock, you're gonna need a barn. Barn will take three of us 6 months to build. Oh, you don't build a barn, dumbass. What do you think this is, 1785? You buy one pre-cut just like the house. This is the industrial age. The lumber fellas all have them. That guy makes me hate of us the bone. Modern world. Oh, come on. I'll deal with them. Da muss ich aber wieder so viel arbeiten. I can't move like I used to. Then I never was that fast. So. Erstmal müssen wir das striegeln. Das sieht nämlich ordentlich verstaubt aus. Ja. Guckt mal, wie viel da runterkommt. Das sollte ich in meinem Auto auch mal machen. Ja, das ist nötig gewesen. Jetzt siehst du wieder toll aus. Ja, nach mir. Du reitest so langsam. Hier in die Luftlinie. This fella probably saw you. Thought, here's some corn husk idiot. Some country rube doesn't know a pre-cut home from an outhouse. And I'm gonna rob him blind. I gotta respect him for it. Cause if I saw you walk into my lumberyard, I'd think exactly the same thing. Thinking about it? I might actually do this on my own. Oh, I can't let you do that, John. Let you get robbed again? Oh, no. You need someone with some sense to negotiate. And some charm wouldn't hurt neither. And that's you, is it? Ja, da würde ich lieber jemand anderen nehmen. Way with people? You're in enough debt as it is. I got to help you all I can. It's my debt. I'll handle it. Yeah, but if they foreclose on the debt, I'll lose my home. And I do so like it there. You like it too much. You're far too comfortable. You ain't even got furniture. Das ist richtig. Habt ihr gesagt, für Stühle hat's nicht gereicht. Hätte man bestimmt aus bisschen Abfallholz schon noch einen Stuhl herzaubern können. Stühle sind jetzt nicht das Komplizierteste. Bequeme Stühle sind allerdings sehr kompliziert. So, rein ins Holzlager. This is him. Der hat ordentlich Holz vor seiner Hütte da. Richtige Männertitten. Verzeihung. And how are we? How's little Emily? Emily? I'm sorry, how are you? Sehr gut. We need a barn. A barn? Of course you do. All them potatoes. We're gonna farm livestock. What's wrong with you? How many scar-faced loons you got coming in here buying pre-cut homes? Here, what you think? Have a look. Darf ich wählen? Maybe that one. Well, an excellent choice. We have a couple already cutting in stock. I'll have it sent to you in Blackwater. I'm down at Beecher's Hope. Oh, I'm sorry. Of course, this is my wife, Jerry. You see, she's it's great seeing you again, Al. Yeah, and it's you, been sir. A pleasure as always. Yes, see me doing pleasure. Love your work. Of course. And Louis, my dear. How are we going to pay for this? Same way we pay for everything. I just wish I could help you, sir. You've been a good customer and I like you, and David Geddes likes you. But this man is very annoying. Can you just give me a few days? Of course. I really enjoy begging and watching you make a fool of yourself. John! Hey! Hi! Is that Sadie Adler? Hey! John, how are you? Well, hello, Uncle. Nice to see you. Oh, and you too. Oh, shut up, you old creep. old creep. Passender Name. Kind of work. Kind of desperate. Work? How desperate? I need money. A bunch of money. My debt's climbing and I'm... You up for a fight? Is it legal? Natürlich. Well, it's very legal, but it's also pretty dangerous. Ach. With you, it'll be fine, but I wouldn't do it on my own. I ain't got much choice. All right, then. Come on. Das ist doch eigentlich ganz passend. Look at her, Sadie. He's a delicate flower underneath. Natürlich bin ich das. Tell the bank there's money coming in. And get a crew to help with that barn.
Können wir? I have it on good authority we can find this bounty at Painted Sky. I know the place. Okay. Ich nicht. I'll follow you. Na ja, gut. Wish whiskey grew on trees. Oh, das würde ich auch wünschen. Fresh, ja, ja, ich reite schnell. Couldn't find the rancher, but saw a Mexican-looking feller hanging around. Now, Ramon Cortez is round those parts, split up from his gang and stuck in West Elizabeth. It's gotta be him, holed up, waiting on some out. And we're gonna get to him first. Das würde ich auch sagen. Hab meine Waffen dabei, nix kann schief gehen. Hey, so who is this bounty? Ramon Cortez. He's with the Del Lobo gang. Yeah? Noch nie gehört. Niemand noch was für unsere gute Gesundheit. Ach, you head Corn back down Beef. To where we was, New Austin, you're bound to run into them. Are they Mexicans? Some, and some Californios. Oh and je, some California. Americans too. They're a misfit bunch. Just like we were. And they're friendly, I bet. Charming to a fault. Ugh, it's a bad situation out there. Burnings, killings, you name it. Not much law except the Sheriff of Tumbleweed. He's making a hell of a go of it, but there ain't much there to hold back the chaos. It's real wild, that country. That ain't much of an advertisement for the place. Doch. It isn't somewhere I'd vacation. Richtig wild, wo man rumballern kann ohne Gesetz. Genau das brauche ich jetzt. You know, I had some trouble of my own. That gang you was talking about. Was machst du da hinten? Bist du abgestürzt? That ain't the way. Natürlich ist das nicht der Weg. Stay with me from now on. Du bist abgeschlagen gewesen. So what were you talking about before? Du hast geredet. That gang you was talking about? Was they the Skinner brothers? That's them. They ain't nice. Nice? Weren't what I heard about them. Got hold of this feller I'd hired. Ah, oh, he didn't die well. I'm sorry, John. We Alles gut back. War ja nicht ich. We was too slow was all. I wish we'd done better for him. I'm sure you did the best you could. I've heard, well, the kinds of things they do to men. Unspeakable things. I hope that's the last you see of them. Me too. Ich glaube, ich habe alle gekillt. I mean to be ready. That is wise. You want to hear bin something? Ja weise. Ich bin John fucking Martin. Good for you. Martinson. Did you get out of straw bales? No. It's one of them pre-cut ones. Me and Charles put it up. And Uncle watched and barked the odd order at us. It's solid though. Real good and sturdy. Das beste Haus, das ich hier im Spiel gesehen habe bis jetzt. You should come see it. It's good country, Sadie. Despite all that. I try not to fraternize too much with employees. You know, it sends the wrong message. Oh, that's what I am now. An employee. That's what the bank says. Ah. Well, then I guess our fraternizing days are done. Now, be a good boy and get this bounty for me. Ich versuch. Yes, ma'am. What are you doing? Nix. Vorbeireiten. Oh, da angelt einer mit seinem Hund. Also, mit der Angel, aber der Hund ist dabei. Das wollte ich sagen. Wo ist jetzt dieser Red Painted Sky, den wir suchen? Ist das hier nicht in der Nähe von Horseshoe Overlook, wo wir zuerst kampiert haben? Mit der ganzen Bande. Ne, hier noch nicht, aber... Nee. Müsste ich auf die Karte sehen. Weiß ich doch nicht, wovon ich labere im Moment. Sadie, hol auf. Mein Pferd kann nicht so langsam. Schlafen ihm die Beine an. Ein. Doing okay, girl. This is Painted Sky up here. Looks quiet. Ramon Cortez, you better be here. Let's get down and take a look. Ich nehme die Pump Action. Pump Action. Pump Action. Pump, 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 pump. You search that barn. I'll take the main house. Holler if you get him.
Komm mit erhobenen Floschen raus. Lord Cortez! We've come for you! Come calmly and nobody will get hurt! Ich hab ihn! It'll all be over soon. Ja, aber für dich. Hab ihn. Sadie. Eine Hand mehr schadet nicht. Au. Ein Glück habe ich das Corned Beef gefressen. I think so. He just tried to kill me. That's about right. Oh, der ist ausgenockt. Yeah, that's him. Hier schön. Let's get him to the sheriff. Werden wir wieder verfolgt und abgeschossen von feindlichen Kopfgeldjägern. We're going to Rhodes. Nach Rhodes, okay, ich muss die kurz reinigen. It's different there now. Kurz reinigen. Bin gleich auf dem Weg. That hurt. You want money? Gold? My men are meeting me at Dewberry Creek. Take me there. I'll pay you good. Better than any bounty. Das wäre aber illegal. So, Waffe gereinigt. Jetzt trifft sie auch wieder. Sollte man das mit einer anderen auch noch machen? Ihr Lancaster, den mag ich eigentlich sehr gerne. Na, der schießt nur noch in der Linkskurve. Jo, Papa macht dich wieder sauber. Wunderbar. Die Waffe ist sauber. Saubere Leistung von uns. Haben wir noch irgendwas, das komplett furchtbar ist? Der Bogen, aber den können wir nicht reinigen. Ja, dann nehmen wir den Lancaster und die Pump Action. So, Sadie, ich bin bereit. Sorry, war schlecht vorbereitet. Ja! Sag ich doch. Ah, nee, da oben ist Horseshoe Overlook. Das heißt, hier war die Farm von dem Tuberkulose-Typen, wo Arthur sich angesteckt hat. Oder der Pole war hier. Den wir am Anfang als Arthur überfallen haben. Und ihm wirklich das letzte Stück geraubt haben. Die habe ich ja wieder gut gemacht. Also nicht bei ihm, aber bei Leuten, die wir mochten. Ist schon eine Weile her, seitdem wir in Rhodes waren. Ist ja gut, ich steck sie weg. Wohl war mal kürzlich da. Keine Ahnung. So weit ist er schon gekommen. Jo, hier Cortez. Jetzt geht's rein in die gute Stube. Wie viel Gold hättest du denn? Come on. I'll give you $100 to kill that bitch. Das ist zu wenig. So noch zu wenig. Ja, für 1000 mache ich's. Mr. Sheriff? Mr. Sheriff, we got Ramon Cortez. Cortez? Sure did. Well done, Hal. Found him hiding in a pile of shit. That's about right. How you doing, Ramon? Oh, just fine, mister. Wir haben ihn mal nicht oft geschlagen, hey, außer am Anfang. How much you want? How much any of you want? $2,000 in gold to whichever one of you sets me free. I'm afraid it's a bit late for that, Ramon. You've been a real bad boy. Me and my boys are gonna ride you into Saint Denis and watch them hang you. Okay, okay, if you think so, mister. Oh, I know so, Ramon. Take a seat. Help me guard them till my boys arrive and we can get them out of here. Sure. Spent years cleaning up this town. Last thing I need is fools like this thinking they can take us back. Ja, dann erschieß ihn doch jetzt gleich. Well, you did a good job. Tod ist tot. Dann mach ich hier wieder im Sheriff-Büro. Uh-oh.
Na gut, spiel mal das alte Warte-Game. Oh oh. Das sieht nicht. Oh, Sheriff Thomas, Sheriff Thomas. We want our friend back. Nein, nein. Na, unser Freund jetzt. Before we kill all of you fools. One. Don't be a dumb bastard. Two. This is a good town now. Three. Let them have it, boys. Del Lobos. Damn, Del Lobos. You're turning tail. Come on. Let's run these cowards out of town. Make them bleed. Ich versuch's. Eins, zwei, drei, vier und da ist noch einer. Ist doch kaum einer mehr. Ja, wollt ihr euren Ramon immer noch zurück? Coole Waffe, die du da hast. Ich habe eine bessere. Keine Überlebenden. Das war ich nicht. Nein! They blew my jail apart. He's gone. He's gone. Fuck it. Well, we brought him in. Now pay us what's owed. He ain't here now, madam. I don't get paid unless he makes it to Saint Denis. You want to get shocked today as well as Rob, mister? Are you threatening me? Why would we bother threatening you? Get him back and I'll get your money. And another $50 besides. Nur 50. $100. 75. I can't go higher. Done. Let's go, Jim Milton. Wow. Kann man ihn nicht einfach erschießen? Dann läuft er nicht mehr so leicht weg. So, ich schau nur mal kurz, ob dieser Del Loco was für mich hat. Oh. Ein goldener Ehering, gar nicht so schlecht. Okay, Missy. Where are we gonna find him? He said there were men meeting him at Dewberry Creek. Let's start by looking there. Sure. You've had some bad luck with bounties being stolen off of you. And you're about to have some bad luck with getting punched in the face. Hey. He got stole off both of us. Someone must have talked. One of his boys, maybe. We were sitting ducks, waiting all that time in that gym-cracked jailhouse. Yeah. Yes, we were. I don't like it. The sheriff's done a lot to bring Rhodes into line since the time of the Greys and Braithwaites, but clearly he ain't done enough. So you think we can trust him? Yeah. He'll pay up when we come back with Cortez. He's a decent fella. If we come back with Cortez? We're coming back with him. Don't you worry about that. Wie ist Cortez überhaupt so weit, so schnell gekommen? It's not a thing, isn't it? So schnell, so weit. We'll take $200 from a sheriff. Who might be crooked himself to go get a bounty. But we won't take $2,000 from an outlaw just to let him go. If that kind of offer is tempting to you, then go right ahead. But not when you're on one of my jobs. I never said I was tempted by it. I just said it was an odd thing. How we take money from one but not the other. Vor allem wenn der andere mehr Geld hat. Loyalty. Themselves, God, the state. If a bounty hunter wants to last, the loyalty's got to be to the one that's issuing the bounties. Plain and simple. I got a reputation for honest work. So, everyone with a price on their head deserves it, you think? Sure. Natürlich. No, I don't know. Usually, if I got into who deserved what, second guess every poster, I'd tear out all my hair before I put a rope on anyone. If the price is high enough, you got to trust there's a reason they said it. Das ist ein gutes Argument. Cortez scheint kein Heiliger zu sein. Er wollte uns ja umbringen. So, wieso? Down there. A fire. I'd wager that's them. Stay on the road. Let's find a good vantage point. Das ist doch schon ein guter Aussichtspunkt. Yeah. Besser geht nicht. Ah, seh, die machen das Leben nicht so kompliziert. Gib mir eine Waffe und ich mach die alle kalt. Bis auf Cortez. Okay, der gibt nur Warmgeld. There it is. Keep some distance. We need to take a good look at him before we do anything.
Easy. Brauchen wir wieder ein Fernglas. Die sind so unauffällig. Come on. Schrotflinte habe ich dabei. Wunderbar. So unauffällig. They must be camping down there. Why are they hanging around? Probably waiting for a boat. There's supposed to be a storm coming through, so maybe that's delayed them. Perhaps. So what do we do now? I'm gonna go get them. You. Me. You just cover me. I ain't getting you killed out there. But it's okay for you. I want to die. And besides, was? Those bastards don't look that tough. Keine gute Einstellung. Hast du es mit Therapie probiert? I can tell. I'm gonna go. Ich könnte ihm ins Bein schießen. Just don't seem right. This is my show, John Marston. Do as you're goddamn told. Okay, Bush. And shoot well. Ich schieß immer well daneben. So eine Mission hat man doch mit Arthur. Hey! Damn it, Sadie! Ja, ja. Schieße ich hier mit einem Warmint. Wen? Ja, ich sehe ein paar. Ich kann wieder nicht abvisieren. Worauf schießt du denn? Gut gemacht, JD. Ja. Warum jetzt erst? Pump Action. Ich pumpe für mehr Action. Pump Action. Pump Action. Pump Action. Pump Action. Pump. Pump. Pump! Ja, ich pumpe. Ich pumpe. Geile Waffe. Hab ich. Wie viele Leute hat der in seiner Gang? Schlimmer als die O'Driscolls. Gleich schlimm. Nicht aufheben. Los, 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 los. Ah, scheiße. Nein! Nein, in die Fresse geschossen. Und Sadie hat gesagt, sie lässt das nicht zu. Ist wohl eine Lügnerin. Oh, muss mal das nochmal machen. Ja, der Drop hat am meisten gekostet. Lasst uns kurz was fressen. Ja, damit. So, was nehmen wir? Flintengeschoss, warum nicht? Da haben wir zumindest ein paar von. Glaube ich mag Flintengeschosse. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Mach ich doch, alle tot. Alle Bastardinius sind tot. Bin da, bin da. Er nicht mehr. Bin da. Oh, da hat sich noch ein Schuss gelöst. Senior, nicht so. Du hast daneben geschossen. Cortez! You ain't getting away from here!
Kann ich in sein Boot schießen? So you really want me to shoot you? You might get lucky in court. Get over here. All right, amigo. I'm coming. Try anything clever, you're gonna get shot. Okay, der dreht tatsächlich um. Oh, hold your horses, chica. Get out of there. I said, get out of there. Easy, easy, girl. Oh, you gave up easy a long time ago. Ja, hast du uns nicht so leicht gemacht. Hey, look out. There's more of them coming. Hey, estoy aquí! Shut your goddamn mouth! Ich hatte eine Kopfverletzung. Ja, ja. Oh ja, amigo, dem geht's gut. They keep coming, all right. Pferd. Kein Pferd mehr. Was hast du gesagt? Sprich noch mal in mein Mikrofon. Are we done? We might just be. Son of a bitch. This is a. Say that again. Well, that's that then. Help me load this fool on the horse. Kann ich die noch mal looten? Natürlich kann ich das. Seems Mexico's a tough place. Too tough for you, John Marston. I'd stay well clear. Oh, I mean to, Mrs. Adler. Wessen Pferd soll ich's tun? Auf ihrs. Anscheinend auf ihrs. Pferdstauen. Auf Hera. Geiler Name. War doch irgendeine griechische Göttin. Oder römisch. Second time lucky. What do you think, Cortez? You got any more surprises up your sleeve? Bestimmt. You're a dead woman. Und du bist ein toter Mann? Wherever you hide, we will find you, and we will kill you, you, and anyone who is close to you. Yeah, I heard it when you was offering money. Oh, you want money? Hey, take my money. I got gold, lady. But you was just saying you was gonna kill me. Oh, you let me go? I'll forget about all this. You see, Ramon, what we got here is a trust issue. Oh, I'm good for it. You're tied up on a horse, about to be taken to San Denis to hang. You ain't good for anything. Listen, I swear. Of course, because all you can do is swear. But you're just saying anything you think might get you out of this. Ramon, I couldn't trust you to pay me. I couldn't trust you not to kill me. Hell, I couldn't even trust you to kill me, if that's what we agreed. Hey, passen Sie auf. What are you talking about? I got gold, woman. Mister, gold. $5,000. 5,000 sind schon verloren. Well, I hope you left it to someone in your will. Because you ain't gonna find much use for it in the short time you got left. Ihr könnt ihn ja einbuchten und dann wieder aussprechen. Woman. Damn you. Oh, I've been damned a long time, my friend. Relax, mister. We ain't got far to go. Ja, ja. Oh, you made a big mistake. Ab ins Gefängnis, das gesprengt wurde. Das glaube ich auch. Now we're gonna come for you. I promise you that. We're gonna come for you. Ja, alle, die uns verfolgt haben, sind tot. Because I'll enjoy the fight. I like the fighting, Ramon. The fighting and the killing. Das magst du tatsächlich. Ich kenne keine bessere. So. Ja, bin am Tempo geben. Ich hoffe, der hat auf der anderen Gefängnisseite noch eine Zelle, aus der man nicht einfach ausbüchsen kann. Vielleicht sollte man ihn auch einfach am Gitter festbinden. Oder so eine tonnenschwere Fußfessel. So ein 5-Meter-Radius. So Kette mit 5-Meter-Radius. Obwohl, die könnte man auch durchschießen. Wir schweißen ihn einfach an die 5-Tonnen-Kugel. Und wie kriegt man die 5-Tonnen-Kugel überhaupt rein?
Ich habe noch Probleme bei meiner Theorie. Oh, gracious. Ich darf ihn wieder nehmen. Big mistake. Real big mistake. Ja, halt Maul. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. We got him. I knew you'd be back, Ramon. You just can't get enough of me. Put him in the wagon for me, would you? How's the jail? Needs to get fixed up since this nice man blew a hole in it. Me and the boys will ride him to San Denis right away this time. Come along, Cortez. Sheriff, before you go. I'll pay you when I deliver. Nein, plus jetzt. $75. Exactly. Now goodbye. Let's go, boys. Ach, du bist ein Arsch. Ich will jetzt Geld. Thanks for this, John. Gern geschehen. Send my money to the bank for me. Of course. I'm supposed to be retired from this. This? For nothing. Just a simple arrest. Natürlich. Money for old rope. If you say so. See you around, partner. Ciao. Zumindest hat das mehr Spaß gemacht als Farmarbeit. Ich glaube, ich sollte halt schon mal einen Friseur besuchen. Ich war heute im Real Life beim Friseur. Hab auch ein bisschen schottelig ausgesehen. Nicht so schlimm wie John, aber ich glaube, das würde ihm jetzt auch gut tun. Yay, Silber! Wir sind ja richtig gut. So, Uncle direkt in der Nähe hat eine Mission für uns. Die macht man noch. Wie viel Geld habe ich? 300, nice. 369 Euro. Dollar. Goldmark. Wo bist du denn? Schläfst du mit einer Ziege? How was your holiday? I was making money. And to think, you call me lazy. You've done a great job. Well, that crew did help. The house. Stimmt, die Scheune ist fertig. Look at this place. I can't believe it. Thank you. Ah, jetzt thank you muss man nur noch viel stehlen. For a drink. Young miss at dancing school is taught the minuet to tread. Young miss at dancing school is taught the minuet to tread. But we go better when we've brought our foretack to Cathead. Come bustle, bustle, drink about and let us merry be. Our can is full, we'll pump it out and then all hands to sea. When oh, ich hab Stühle. Hounds, the forest rends, his pack, the huntsman cheers. When horn and hounds, the forest rends, na, immerhin mal gute Laune. As loud as halloo, when we send a broadside to Mount Sears. Ah, das ist doch schön. Obwohl Uncle da ist. Come bustle, bustle, drink about and let us merry. Er ist wieder sympathischer geworden. Ah, ist schön, dass sie mal wieder eine gute Zeit haben. And then my boys hoist sail for more, thus passes sailors' lives. And then my boys hoist sail for more, thus passes sailors' lives. Come bustle, bustle. Anscheinend funktioniert Alkohol noch recht gut. Our can is full, let's fight it out, and then our hands to see. Yeah! Und jetzt sehe ich mal nichts mehr. Gibt nämlich eine Schwarzblende. Get out here! Warum? Uncle's gone! Was macht ihr denn? It's fine. Let me sleep. Get out here now. Oh oh. Hat er uns verraten? Ich dachte, das waren die Christdemokraten. That fat man will be fine. No, he won't. Skinners. Oh. You think? Of course. My guess is they went that way. But my other guess is they know we're coming after them. What choice do we have? None. We just gotta keep our wits about us. We know this is a trap. Na gut, dann sind wir vorbereitet. Dann sind wir einen Schritt voraus. Ich hol die Pump Action. Let's go. Sobald ich's darf. Sobald ich's darf. We'll pick up the trail there. Shit. It's like we forgot about him. We should have been ready. It happened. There's nothing we can do to try and get him back. We let our guards down for one moment. Hush. Ich bin ruhig. Whoa.
Up here. You see that? Blood. Dear Lord. They've gone up towards tall trees. Come on. Oh. Dann nehmen wir die Pump Action und den Litchfield. Den können wir mit anderer Munition noch bestücken, glaube ich. Hochgeschwindigkeit, Splitter, Express. Nehmen wir doch mal Splitter Munition. Look, we should agree on something. If it's really bad, this might not be about saving him. What the hell are you talking about? If it's really bad, it might be better to stop the pain. Oh, scheiße. You mean to... I mean, you can live a week without a scalp. But it ain't a good week. A gut wound, you can live a month, but it's horrible. What they've done to him might have killed him already, with only hurt to come. We get him, and we see, okay? We'll make it his call if we can. But it may be we have to decide. Okay? Okay. Wir hatten so einen schönen Abend, Jungs. Did you hear something? Ja, das war Anke. You think they saw us coming? Vielleicht. Ja, mit meiner Pump-Action. Die brauchen wir jetzt. I don't know. Es war Anke, der geschrieben hat. We'll be better off going on foot. Okay. Leave the horses in the trees there. Here, come on! Hätte ihr mir auch früher sagen können. Hey, here! Stay. John! They're down. Move. Oh, krass. Hat er die schon erledigt? Come on! Da. They were waiting for us. Uncle should be close. He better be. Keep your head. We'll find him. Come on. Ein Pferd kommt, scheiße. Bleib. Stay here, girl. Me, John. Ja, Entschuldigung. Pferd ist mitgekommen. Hold. Patrol to our left. Let him go. Na gut. Charles ist der Boss. Easy. Ich bin ganz easy. Hold it. Ich halte es. Scheiße, der hört an. The ranch, they'll come this way. Das ist richtig. The burning's better if they're awake for it. He's old and sick. He won't last long. Then when they'll come for a corpse. Oh Mist, diese Bastarde. Ich hätte noch Wurfmesser. Habe ich auch noch was anderes? Nee. He was talking about Uncle. He's alive. Warte noch so, wie es sich anhört. Let's go. Stimmt, die hätten uns lebendig verbrennen können. Und die hart erarbeitete Farm einfach wieder nehmen. Boah, das waren schon harte Zeiten damals. Also Anarchie ist nichts für mich. Oh, ich habe einen Bogen dabei. Ich habe doch extra die Pump-Action ausgerüstet. Ah, dann ist es halt jetzt der Litchfield. Pferde. Pferde. Hold up. Da ist er doch dran. You hear that? Yeah. Wagon, there. It's dragging someone. Is it Uncle? No. Some other poor bastard. Boah. Wieso geht das nicht? He was gonna take us to them. Entschuldigung. Damn it. We have to find him ourselves. On ich dachte, das wäre Uncle. Lebst du noch? Du hast gerade noch geschrien. Alter, ich kann doch nichts mit Pfeil und Bogen. John ist ja noch schlimmer als Arthur. Oh, das hört sich nicht gut an.
Das hört sich nach Ankel an. I think I see something. Uh-huh. Yeah, that must be their camp. What do we do? Let's get up on that boulder, take a look. Hang in there, old man. Ich muss auf den Felsen. Okay, okay. I can't see much through this mist. Can you look too? Hold on. Fernglas. Oh, scheiße. My God. We gotta go get him. Careful. Where are they? Where are they? Stimmt hinter uns. I don't care. Come on. Charles! Lazos Leben gerettet. Hinter dir! Ziel doch! Boah, das war knapp. Alright, Jits! The surprise is up! We're here for you! They're coming in! From everywhere! Quick, Tuck, get down here! Behind the rocks! Ja, der... Scheißwaffe. The old dog. Uncle, hold on. Ja, weg mit euch. Du hast eine komische Mütze. What have they done to you? Gotta get fuck, you ey. Okay, we've got some time. Let's get Uncle! Oh, oh. Aber es sieht noch nicht so schlimm aus. You're okay, old man. I look okay. You look awful. You'll be okay. Ja, du wirst es schaffen. We got him. Oh. Oh. Fuck, ey. Looks like we got here just in time. God damn it. I'll carry him. Boah. Da kommen noch mehr. Die sind schon tot. Got him. 'Cause here come the rest of them. Quick. Kokain. There's more of them. I'll cover you. Come on. Down that gully. Get me out of here. Boah, Ankel sieht echt nicht gut aus. Haben sie ihm hinten die Haut abgezogen? Ja, hätte ich meine Pump-Action, wären sie schon alle tot. Nein! Ich sagte doch, ich hab das. Hatte ich anscheinend nicht. Neustarten. Wollte ich jetzt mal mit zwei Waffen kämpfen. Schieß ich doppelt so genau. Got him? 'Cause here come the rest of them. There's more of them. I'll cover you. Come on. Down that gully. I don't care. Alles gut, Ankel. Wir kriegen dich wieder hin. Bisschen Ingwer-Tee, dann wird es wieder. Wieso sind die so schnell leer? Scheiße. So, was fürs Herz. Hab ihn gleich. Hab ihn ein bisschen getroffen. Reicht noch nicht. Jetzt. Immer noch nicht. Jetzt. Alles gut, alles gut. Wie viel gibt's denn von euch Spinnern? Skinnern. I'm going.
Seid ihr? Der ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Come on, get him on your horse. Move it. Move it. Nur meins. Get up there. We're taking you home. Komm schon, wie viel sind in diesem Scheißkult? So, endlich Pump-Action. Jetzt aber wirklich. Also. Und was fürs Dead-Eye gleich tun? Das war's noch nicht. Boah, wie die ihn zugerichtet haben. Gute Idee. Ich muss noch kurz was trinken. Denn ich vertrage das einfach nicht. Lebt er noch? Können die nicht leben lassen? Bisschen nach Sonnenbrand sieht's aus. Boah, wie kann man Menschen überhaupt sowas antun? Was braucht man denn noch? Bisschen Herz. Bisschen mehr Herz. Ride hard. Oh man. How's the back? I think it looks worse than it is. Burns don't always heal easy. Sure, but ah, ist nur verbrannt. Also, was heißt nur? Besser als abgezogen. Hear that, old man? This could have been worse. He's pretty weak. Yeah, I bet. Stay with us, you old bastard. Das wird schon wieder. Almost back. Hang in there, old timer. Sollte man ihn nicht zum Arzt bringen, Blackwater? Oh, don't let me fall, please. Boy. I don't feel good. Uncle. Hey. We're here. Alright. Let's get you down. Easy. I got you. Come on. Let's get him out. Thank you, boys. Don't mention it. I thought I was dead. Don't get all sentimental now, old man. And I'll really think you're dying. It's gonna be okay. A few days, you're gonna be just fine. You're a survivor. Why? Easy, easy. Okay. Also, das war nicht nett von Dean. You'll be fine. Sollte man ihn zum Arzt bringen? Maybe, but I doubt it. We must have killed most of them. This is your land. Was it theirs once? I don't think so. I met a fellow said the Skinners rode down about 2 years ago. They're just angry men on a rampage, and we got in their way. Sort of like we used to be? Yeah, exactly like we used to be. Nah, yeah. Maybe we should take up torture. We got Uncle singing instead of torture. We're gonna be safe here, John. Hmm? You, your family, you'll all be safe. Das hoffe ich doch. Ja, hofft es auch. I really do. If she ever comes back. Ach, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und? Kommt Abigail? Nicht Abigail, das ist ein Haufen Scheiße. Herein. Anscheinend habe ich Tiere. Ansonsten kommt die Kacke ja nicht von allein. Oh, ich dachte, es hätte geklopft. Bringt gar nichts. Pferd ist immer noch verstaubt. Du hast es nicht richtig gemacht. Ja, und irgendwie wird John dann in Red Dead Redemption 1 der geilste Ganslinger, den es je gegeben hat. Hey, meine Frau, unser Hund und wie auch immer das Kind heißt. Und Labrador. You're... He always did have that fine way with words.
Natürlich hat er das. All right, son? Sure, Pop. Can I go see the house? Sure. Da steht's. Just give him some time. He'll warm up. Vielleicht. He's got a place you got here. It's yours. Ours. I should see about that boy. Ja, ja. Und ich mach mal ein paar Kopfgeldjagden. Oh, that's Rufus. He's loyal, dumb, and angry, so we reminded us of you. That's your idea of a joke, miss? Oh, das war doch lustig. So. Come on! Wie lange hat der Kleine gebraucht, um zum Haus zu kommen? So, heute Nacht wird gepimpert. Ob sie darauf vorbereitet ist? Bestimmt. Und zwei Missionen stehen an. Ich würde trotzdem sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.